Hallo zusammen, wir haben den 1. Januar 1916 und der Große Krieg verwüstet bereits seit 1,5 Jahren ganz Europa und ein Frieden ist noch lange nicht in Sicht. An diesem Tag beginnt die Donaumonarchie in den schneebedeckten Bergen des Balkans ihre Offensive gegen Montenegro. Die kaiserliche Hochseeflotte läuft aus und sammelt sich in der Deutschen Bucht. Um die polnische Stadt Lublin entbrennen schwere Kämpfe und ein französisches und britisches Expeditionskorps trifft in Nordgriechenland ein. Und damit herzlich willkommen zurück zu Strategic Command World War I. Los geht's! In der letzten Folge kam es nur zu sporadischen Kampfhandlungen an der Westfront. An der Ostfront wurde der große polnische Kessel weiter eingedrückt. Das Königreich Griechenland ist auf Seiten der Entente in den Krieg mit eingetreten und deutsche und österreich-ungarische Gebirgsjäger konnten ihre kämpferischen Qualitäten in Venetien unter Beweis stellen. Schauen wir uns den gegnerischen Zug an. Italienischer Zerstörer geht auf das deutsche U-Boot drauf, hat es auch ganz schön beschädigt. Leichter Kreuzer, U-Boot taucht ab. Da haben wir jede Menge italienische Schiffe. Bewegung an der Ostfront. Da haben wir die ersten griechischen Einheiten. Da sehen wir auch ein französisches Korps und ein britisches Korps. Verstärkung an der Ostfront. Kommt es zu Entsatzangriffen für die Einheiten in Polen oder wagen die Einheiten Ausbruchversuch? An der Westfront haben wir auch noch keinen Angriff gesehen. Da kommt die strategische Bombardierung auf das Bergwerk. Das italienische Luftschiff. Französische Luftschiff. Und die französischen Jagdflieger scheinen die besten an der Westfront zu sein. Die bekommen überhaupt keine Beschädigung. Österreich-ungarische Jagdflieger. Die Luftkämpfe an der Ostfront häufen sich auch langsam. Seebeschießung auf dem Sinai. Da kommt ein Angriff auf Verdun. Französische Armee will die Festung zurückerobern. Aber das wird er ohne Geschütze nicht schaffen. Da kommt ein Ausbruchversuch. Mal schauen, wie viele Einheiten an das deutsche Korps rangehen. Nach langer Zeit mal wieder britische Angriffe an der Westfront. Das Korps hält die Stellung. Angriff in den Vogesen. Und die Briten werden aktiver, so wie es aussieht.
jede Menge Angriffe an der West- und Ostfront. Aber kein Angriff schlägt durch. Auch im Kaukasus sind wir gut aufgestellt. Das ist so ein Vortasten an die Front, um irgendwo eine Lücke zu finden. Da haben wir eine italienische Abteilung. Der Ort bleibt jedoch frei, das heißt, wir können in den Ort ziehen. Die Aussicht auf Unterstützung aus Thessaloniki stärkt die serbische Moral. Die Norweger protestieren gegen Angriffe der Entente auf ihre Handelsschiffe. Ja gut, protestiert weiter. Zwischen Royalisten und Venizelisten innerhalb der griechischen Truppen kommt es zu Kampfhandlungen. Blockade des Deutschen Reichs. Als die Briten versuchen, einen Aufstand von Nationalisten in Kalkutta zu unterdrücken, kommt es zu Unruhen. Wahrscheinlich weniger MPP für Großbritannien. Wir haben keine Konvois versenkt. Das Osmanische Reich bekommt die zwei Abteilungen. Die sind ja für den Nahen Osten gedacht. Stellen wir später auf. Wir gehen zurück an die Westfront. Wir haben den 1. Januar 1916 und an der gesamten Westfront schneit es. Wir haben an der Westfront gesehen, dass es an unterschiedlichen Frontabschnitten zu Angriffen kam. Unter anderem waren seit langer Zeit mal wieder die Briten auf dem Vormarsch und haben uns hier an der Front angegriffen am Ärmelkanal. Angriffe gab es ebenfalls hier im Bereich der Vogesen. Die Festung Verdun wurde angegriffen. Als auch wie üblich, wo wir es eigentlich jede Runde sehen, hier im Bereich des Gardekorps. Aber nirgendwo konnte wirklich ein Erfolg erreicht werden durch den Gegner. Wir werden damit beginnen, indem wir hier im Süden unsere Einheiten verstärken. Wir müssen auch mal schauen, ob die Bereitschaft und Moral der angegriffenen Einheiten noch okay ist. Bei dem 6. Korps ist es okay. Wir werden die Einheit auf volle Stärke bringen. Dich ebenso. Hier haben wir auch eine gute Bereitschaft und Moral des 2. Bayerischen Korps. Das Korps werden wir auch auf volle Stärke bringen. Wie sieht die Bereitschaft und Moral auch gut aus? Wie sieht denn die Bereitschaft und Moral des 7. Korps aus in Verdun? Eigentlich super. Die Einheiten, die uns angegriffen haben, konnten nur die Verschanzung runterbekommen. Aber wirklich etwas erreichen konnten sie nicht. Wir bleiben so aufgestellt. Wir sollten bei unseren Abteilungen den Modus auf passiv stellen, weil ich möchte Geschosse sparen für unseren Angriff hier auf dem Bereich North Sea. Bei der Abteilung ebenso. Du kannst eins ranziehen. Wir sind hier gut aufgestellt. Wir bleiben auch so aufgestellt. Die Einheit hat auch eine gute Bereitschaft und Moral. Wir werden die verstärken. Die Einheit ebenso. Und hier sieht die Bereitschaft und Moral auch ganz gut aus. Mal schauen, wie in Zukunft die britischen Einheiten ihre Angriffe hier weiter fortsetzen werden. War das hier nur ein sporadischer Angriff, der jetzt stattgefunden hat, oder werden jetzt die britischen Einheiten hier aktiver? Die haben sich ja hier konzentriert am Ärmelkanal. Dann werden wir unsere Flieger auf volle Stärke bringen. Wir werden unser U-Boot mit der Elite-Verstärkung ausrüsten, oder wollen wir erstmal unser U-Boot reinbringen? Ich würde sagen, wir bringen das U-Boot erstmal in den Hafen, um es zu versorgen. Dich könnten wir hier ranbringen, nach Antwerpen, das machen wir auch. Und werden dich in der nächsten Runde auf 11 bringen. Du ziehst Richtung Bologna, aber da haben wir leider einen Zerstörer. Das ist nicht gut. Wir müssen vorziehen. Ich hoffe, dass U-32 Angriffen widerstehen kann. Das ist eine gewisse Gefahr, die wir jetzt hier haben. Wir ziehen mit dem U-Boot hier in den Hafen rein. Und können dann in der nächsten Runde hier unterstützen.
Gut, das waren dann unsere Bewegungen hier an der Westfront. Wir gehen in die Nordsee, erstmal in das europäische Nordmeer. Hier werden wir unsere U-Boote auf die Konvoiroute legen, die nicht aktiv ist. Warum ist die Konvoiroute nicht aktiv? Weil die Konvois nicht nach Murmansk gehen. Die Konvoiroute geht nach Murmansk. Wahrscheinlich laufen über die Wintermonate keine Konvois nach Murmansk. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil eigentlich der Hafen von Murmansk ganzjährig eisfrei ist. Dann werden wir unsere U-Boote Richtung Atlantik schicken. Erstmal hier nördlich der Färöerinseln. Dann war die Überlegung, ob wir unsere schweren Einheiten mal hier hochschicken in die Nordsee, um die Nordseeblockade anzugreifen. Um die britische Navy mal ein bisschen herauszufordern. Wir ziehen mal hoch mit unseren Einheiten. Und zwar mit unseren schweren Einheiten. Wen haben wir noch? Hier haben wir die Derfflinger. Dann haben wir die König. Und wen könnten wir noch hochschicken? Wir könnten noch einen leichten Kreuzer, die Frankfurt, hochschicken. Das machen wir als Begleitschiff. Wen haben wir noch? Hier haben wir noch einen weiteren leichten Kreuzer, den schicken wir auch mit, die Kolberg. Wir schicken auch noch die Danzig mit hoch. Unterstützung. Das U-Boot bekommt eine Eliteverstärkung. Und dann werden wir erstmal hier so aufgestellt bleiben, um dann in der nächsten Runde hier hochzuziehen. Ich hoffe mal, dass die Entente unsere Flotte hier nicht sieht, weil es wäre ganz schön übel, wenn die komplette Royal Navy hier rankommen würde. Aber wir müssen mal hier ein bisschen aktiver werden mit der Hoseflotte. Du ziehst nach Cuxhaven, du ziehst nach Kiel und du ziehst mal hier in den Nordostseekanal. Okay, dann gehen wir Richtung Ostpreußen. In Ostpreußen bzw. an der gesamten Ostfront schneit es ebenso. Das heißt, unsere Angriffe werden hier ebenfalls erschwert. Wir haben ja auch hier an der Ostfront sporadische Angriffe gesehen, an der kompletten Ostfront, haben jedoch auch keinen Durchbruch gesehen. Wir werden unsere Einheiten hier verstärken an der Front. Dich werden wir hier hochbringen, um einen Austausch zu machen in der nächsten Runde, um die Einheiten hier zu modernisieren. Unser Aufklärungsflieger kann leider nicht fliegen. Dann werden wir hier angreifen oder wollen wir die Geschosse aufsparen? Ich würde sagen, hier werden wir die Geschosse aufsparen für die nächste Runde, wenn dann auch hoffentlich unser Aufklärungsbomber in die Luft kommt. Welche Möglichkeiten haben wir hier in dem Bereich? Hier könnten wir angreifen. Hier sieht es eigentlich nicht so gut aus. Wie sieht es im Süden aus bei Lublin? Da werden wir auf jeden Fall angreifen, aber wir machen erstmal unsere Bewegung hier oben im Bereich. Ich will diese Abteilung hier rausbekommen. Wir werden auch angreifen mit unserem Reservekorps. 1 zu 3, guter Angriff. Wir machen Austausch. Gehen drauf. 3 zu 3 war auch ein guter Angriff. Dann werden wir von Osten aus angreifen. Und dann mit unseren Kavalleristen. Jawohl. Da haben wir die nächste Einheit im Kessel rausgenommen. Wir ziehen vor. Ich können wir auf 8 bringen, das machen wir. Und jetzt die Frage, ob wir hier angreifen wollen. Ich würde sagen, das machen wir nicht. Wir werden die Einheit hier runterziehen. Du ziehst hier runter, du ziehst in die Stellung rein. Wir müssen hier mehr Einheiten konzentrieren. Du ziehst vor. Du wirst die Garnison angreifen, um sie schon mal zu schwächen. Wir schauen mal, das ist nur eine Stadt, keine Festung. Da könnten wir mal in den nächsten Runden gucken, ob wir hier angreifen wollen, obwohl wir hier jede Menge russische Einheiten haben, die auf jeden Fall einen Gegenangriff starten werden. Dann, wie sieht es hier an der Front aus? Hier werden wir dich verstärken. Und dann werden wir unsere Angriffe starten hier bei Lublin. Die gegnerische Abteilung hat eine Bereitschaft von 56 und Moral von 61. Wir sollten hoffentlich in dieser Runde die Abteilung rausnehmen bekommen, weil ich will unbedingt die Stadt haben. Wir greifen an.
Fantastischer Angriff. Wir machen Austausch. Greifen nochmal an. Dann gehen wir mit den österreich-ungarischen Korps drauf. Machen hier einen Austausch. Den Kavalleristen. Leider kein Ergebnis. Dann müssen wir leider mit dem Korps angreifen. Ich wollte es eigentlich verstärken. Okay, dann ziehen wir in die Stadt rein. Dann haben wir Lublin erobert. Und da sollten wir auch in den nächsten Runden versuchen, die Festung Iwangorod anzugreifen, beziehungsweise einzukesseln, um sie dann anzugreifen. Wir müssen das Korps rausbringen. Wir ziehen das Korps hier runter. Dich können wir nicht verstärken. Wir können jedoch hier ranziehen. Das werden wir nicht machen. Wir schauen mal in die Stellungsgräben. Die sind hier ausgehoben. Das ist eigentlich ganz okay, so wie wir aufgestellt sind. Wir ziehen dich an die Front ran. Du könntest in der nächsten Runde das Korps hier ablösen in Radom, damit wir es modernisieren können. Und das waren dann auch schon unsere Bewegungen hier in Ostpreußen bzw. in Polen. Wir kommen langsam voran, aber wir kommen voran. Immer mehr Einheiten im Kessel werden ausgeschalten. Und wenn wir dann auch irgendwann den Kessel komplett erobert haben, haben wir jede Menge Einheiten frei für neue Offensiven. Dann gehen wir runter nach Galizien. In Galizien gab es auch die ein oder anderen Angriffe. Wir werden erstmal die Einheiten hier verstärken. Der Jagdflieger wird verstärkt. Und hier könnten wir vielleicht die Einheit austauschen oder die Einheit, damit sie modernisiert werden kann. Das machen wir. Wir werden dich modernisieren. Schauen in die Stellungsgräben. Und hier fehlen noch Stellungsgräben. Die werden wir ausheben. Und hier können wir ebenfalls Stellungsgräben ausheben. Wenn wir vorziehen, hätte in der nächsten Runde die russische Artillerie die Möglichkeit, uns zu beschießen. Da werden wir nicht vorziehen. Wir werden die Kavalleristen hier hochziehen. Du gehst in die Stellung rein. Ich will die Kavalleristen hier oben haben, in Polen, damit wir hier stärker agieren können. Unter anderem einen Vorschuss machen hier Richtung Kowel in den nächsten Runden. Und das waren auch schon unsere Bewegungen hier in dem Bereich. Wir gehen Richtung Serbien. Und wir haben gesehen, dass Griechenland in den Krieg eingetreten ist. Wir haben hier ein englisches Korps. Wir haben das französische 18. Korps. Und wir haben hier Korps der griechischen Armee, die wir mit Sicherheit auch angreifen werden. Aber Priorität hat momentan die serbische Armee, die montenegrische Armee, als auch die albanische Armee. Wenn die drei Länder kapituliert haben, können wir uns dann um Griechenland kümmern. Wir werden mit unseren Geschützen drauffeuern auf Pesch, um die Verschanzung runterzubekommen. Wir haben nur ein Geschoss gehabt. Wir greifen die Abteilung an. Dann ziehen wir das Korps nach, und zwar das 8. Korps. Gehen drauf. Sieht ganz okay aus. Du ziehst vor. Du ziehst hier rein, greifst an. Und leider die Abteilung nicht vernichtet. Das heißt, wir müssen noch eine weitere Einheit dranziehen. Ich will eigentlich in Pristina den Befehlshaber haben. Du ziehst hier hin. Wir ziehen den Kavalleristen ran. Greifen an. Der hat leider kein Ergebnis erreicht. Ziehen wieder weg. Dann ziehen wir unser Korps ran. Greifen an. Jawohl. Da haben wir die erste montenegrische Einheit überhaupt vernichtet, glaube ich. Nach 1,5 Jahren Krieg. Wir können in die alternative Hauptstadt von Montenegro reinziehen. Das machen wir auch. Wir haben Pech besetzt. Der Befehlshaber geht nach Pristina. Wir werden den Befehlshaber angreifen. Ziehen runter. Na, das war ein falscher Zug. Da habe ich mich verklickt. Dann werden wir hier ranziehen. Hier im oberen Bereich sind wir fertig. Du kannst noch hier hinziehen. Dann gehen wir hier runter zu den Bulgaren. Und hier haben wir noch das 13. österreich-ungarische Korps. Wir müssen natürlich erstmal die Verschanzung hier runterbekommen von den Einheiten. Ich würde sagen, wir ziehen erstmal hier ran mit unseren Einheiten und werden dann erst in der nächsten Runde angreifen. Du kannst hier runterziehen. Dann werden wir auch gleich schon mal mit dem osmanischen 2. Korps hier bei Kafala angreifen.
Von Norden bringt es nichts. Wir bleiben so aufgestellt. Wir können hier Schützengräben ausheben. Und hier ebenso. Und zwar Richtung Süden. Da ist die größere Gefahr. Du ebenso. Okay. Dann werden wir in der nächsten Runde unsere Angriffe hier fortführen. Wir werden mit den Einheiten Richtung Küste ziehen, um die restlichen montenegrischen Einheiten aus dem Spiel zu nehmen. Und dann werden wir die Einheiten weiter Richtung Süden schicken, um Albanien zu erobern, als auch Serbien zur Kapitulation zu zwingen. Dann gehen wir hoch nach Italien. In Italien hat sich nicht viel getan. Wir werden die Einheit verschanzen. Und damit sind alle Einheiten verschanzt hier an der Front. Ja, sind sie. Wir werden die Einheit verstärken. Wir werden auch die Einheit verschanzen. Falls die Italiener nochmal über den Isonzo kommen sollten. Und wir werden auch die Einheit in Bruneck verschanzen. Und zwar Richtung Süden. Da sind wir hier schon mal sicher aufgestellt. Dann kommen wir zu K und K-Marine. Und wir sehen nur ein italienisches Schiff. Wir müssen unser deutsches U-Boot in einen Hafen bringen. In welchen Hafen? Wir werden erstmal das K&K-U-Boot auf volle Stärke bringen. Wir könnten dich angreifen. Dich bringen wir erstmal in einen Hafen. Und dann greifen wir den Panzerkreuzer Pisa an. Ziehen hoch. Dann bringen wir unser Schlachtschiff in Position. Greifen an. Ziehen wieder in den Hafen rein. Dich könnten wir hier ansetzen, falls gegnerische Einheiten hier hochkommen sollten, um unsere Schiffe anzugreifen. Und da haben wir ja natürlich das neue Schlachtschiff in der letzten Runde bekommen. Wir könnten das verstärken für 89 MPP. Das werden wir in dieser Runde nicht machen, weil wir müssen erstmal weiter in die Forschung investieren bei dem Deutschen Reich und Österreich-Ungarn. Wir gehen erstmal zum Deutschen Reich. Wir werden beim Deutschen Reich 40 MPP in die Jagdflugzeugentwicklung stecken. Wir müssen hier weiter vorankommen, damit unsere Jagdflugzeuge an der Westfront bessere Ergebnisse erreichen. Dann wäre die Überlegung, ob wir vielleicht auch nochmal 50 MPP in die Luftkriegsführung stecken, weil dadurch die Moral der Lufteinheiten um 10 steigt. Oder wir investieren in die Infanteriekriegsführung oder in die Führung und Kontrolle. Ich wäre dafür, dass wir erstmal in die Infanteriekriegsführung 100 MPP stecken. Dann sind wir hier ganz vorne mit dabei. Dann haben wir noch 232 MPP. Wir gehen mal in die Einkaufsliste bei dem Deutschen Reich. Wir könnten bei den Bulgaren einiges kaufen. Oder erstmal weiter deutsche Einheiten. Wir könnten weiteres Coin-Auftrag geben. Oder einen weiteren Aufklärungsbomber, weil wir haben zwei Abteilungen an der Westfront, aber nur einen Aufklärungsbomber. Ich wäre dafür, dass wir einen weiteren Aufklärungsbomber kaufen. Holen wir mal die Kaggul 5. Da haben wir noch 113 MPP. Wir gehen nochmal in die Forschung. Und wir können noch 155 MPP forschen, bis die Maximalausgaben erreicht sind. Und wir werden auch 100 MPP in die Marinewaffen stecken. Warum Marinewaffen? Weil wir dadurch die kaiserliche Marine upgraden können. Und dadurch effektiver gegen die Nordseeblockade vorgehen können. Da können wir der Royal Navy durchaus heftige Verluste zufügen. Daher investiere ich auch diese 100 MPP. Da gehen wir zu den Österreich-Ungarn. Und bei den Österreich-Ungarn ist die Überlegung, entweder in die Führung und Kontrolle MPP zu stecken. Oder in die Produktionstechnologie oder Logistik. Oder in mehrere. Ich werde dafür erstmal in die Führung und Kontrolle 100 MPP zu stecken. Und dann sollten wir auch in die Produktionstechnologie nochmal 75 MPP stecken. Und dann vielleicht in der nächsten Runde auch noch MPP in die Industrietechnologie stecken. Wir haben noch 85 MPP. Wir werden 50 MPP in die Logistik stecken. Und die restlichen MPP behalten wir für die nächste Runde, beziehungsweise könnten wir unser Schlachtschiff auf 7 bringen. Das machen wir. Da haben wir alle MPP der Österreich-Ungarn aufgegeben und wir kommen zum Osmanischen Reich. Das Osmanische Reich muss hier in dem Bereich nichts machen.
Hier wäre die Frage, ob wir weitere osmanische Einheiten hier in den Bereich bringen. Die Eisenbahnverbindungen sind jedoch nicht die besten. Können wir eine Einheit hier aus dem Bereich ranbringen? Die Eisenbahn läuft bis hierhin, ja, können wir. Das heißt, wir können eine Einheit hier abziehen und Richtung griechischer Grenze bringen. Das machen wir auch. Du ziehst hier hin. Du ziehst in die Stellung rein. Wir sollten hier mit den vier Einheiten durchaus die Front halten können. Könnten sogar angreifen, machen wir jedoch nicht. Die Einheit wird verlegt an die griechische Grenze. Wir haben zwei neue Einheiten erhalten. Die Euphrat-Abteilung, die werden wir hier aufstellen und ebenfalls die Bagdad-Abteilung, die werden wir hier aufstellen und die beiden Abteilungen werden Tripolis bzw. Beirut schützen. Dann kommen wir Richtung Kaukasus. Und hier sollten wir die Einheit modernisieren. Hier gab es auch sporadische Angriffe. Was haben wir hier für eine Versorgung? Wir haben eine Versorgung von 8. Werden die Einheit verstärken. Und wir müssen die beiden Einheiten noch aus der Front ziehen, um sie zu modernisieren. Haben wir doch momentan nicht die Möglichkeit. Wir werden in der nächsten Runde das Korps hier ranziehen. Du ziehst mal hier hin. Du ziehst hier hoch. Wir werden dich verschanzen. Das sieht eigentlich ganz gut aus hier. Die Osmanen haben ja, wenn wir mal in die Forschung gucken, die Grabenkriegsführung Stufe 3, die sind eigentlich am weitesten. Ja, sind sie. Da könnten wir vielleicht auch noch 16 BP reinstecken. Wir gehen erstmal Richtung Mesopotamien. Leider können wir die Einheit nicht verstärken. Du ziehst erstmal hier hin und verschanzt dich Richtung Süden. Jetzt wäre die Überlegung, ob wir wirklich 60 MBP nochmal hier reinstecken wollen in die Grabenkriegsführung oder wollen wir vielleicht erstmal Einheiten kaufen. Wir könnten noch ein Kavalleriekorps verbilligt zurückkaufen oder wir könnten die erste Artillerieabteilung kaufen mit den Osmanen. Das werden wir auch machen. Wir werden erstmal 300 MBP in eine Geschützabteilung stecken, die am 6. Mai fertig wäre. Wir investieren. Da haben wir noch 85 MBP. Wir gehen in die Forschung. Und jetzt können wir die 60 MBP in die Grabenkriegsführung stecken. Das machen wir. Und wir müssen dringend in den nächsten Runden viel mehr MBP in die Forschung stecken beim Osmanischen Reich. Unter anderem in die Führung und Kontrolle und auch noch weitere 100 MBP in die Infanteriekriegsführung. Und wir müssen auch in die Gas- und Granatenproduktion des Osmanischen Reiches investieren. Aber das wird einige Runden dauern, bis wir MBP verfügbar haben für die ganzen Forschungen. Dann waren das hier unsere Bewegungen. Wir gehen nach Libyen. Und hier haben wir gesehen, dass die italienische Abteilung uns angegriffen hat. Aber wir können jetzt nach Mekelli ziehen und haben den Ort erstmal erobert. Das ist gut. Und dann können wir einfach mal den Italiener hier ein bisschen Ärger bereiten. Dann gehen wir Richtung Westfront, weil wir sind durch und wir können die Runde beenden. Die serbische Moral sinkt aufgrund des Verlusts von Pech. Unsere Norwegen-Konvois werden wieder angegriffen. Blockade des Deutschen Reichs. Das Deutsche Reich hat Fortschritt bei der Spionage und Aufklärung. Die Österreich-Ungarn bei der Infanteriekriegsführung. Und die Österreich-Ungarn entwickeln die Grabenkriegsführung Stufe 3 und haben nochmal Fortschritt bei der Industrietechnologie. Das Deutsche Reich bekommt 600 MBP, Österreich-Ungarn 346 MBP und das Osmanische Reich 205 MBP. In der nächsten Folge beweisen die französischen Geschützmannschaften, wie gut sie sind. Das Vereinigte Königreich führt die Wehrpflicht ein. Die eingekesselten russischen Verbände an der Ostfront beginnen ihre aussichtslose Lage zu erkennen. Und das zukünftige Fliegerast Ernst Udet tritt in Erscheinung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Miedeberg.